So wie wir schon letzten Sonntag angekündigt haben, sind wir als Gemeinde in einer Fastenwoche von 21 Tagen, welches seit Donnerstag begonnen hat. Wie viele sind immer noch in der Freude? Halleluja. Wie viele sind noch in der Erwartung, dass Jesus wirkt? Amen. Halleluja. Können wir Jesus applaudieren, weil wir eine Erwartung haben? Wir wissen, dass Jesus wirkt. Mit vollem Magen ging es uns nicht immer besser. Aber mit einem vollen Geist geht es uns besser. Amen. Amen. So, Halleluja. So, genau, wir wollen auch weiter heute über Fasten reden. In dem Sinn, wenn wir über Fasten reden, reden wir eigentlich über Gebet. Weil wir können nicht von Fasten reden ohne Gebet. Weil ich gesagt habe, einfach nur Fasten ohne Gebet, ohne Zeit mit Gott ist Diät. Und das ist das, was wir nicht tun, sondern wir haben eine geistliche Erwartung. So, wir haben in dem Sinn mitbekommen oder gelernt, dass dieses Wort Fasten im neutestamentlichen Sinne Nestoio bedeutet, auf Essen zu verzichten. Eines der Dinge, die ich immer wieder genau mit Leuten und so weiter spreche, ich verzichte auf Essen und was ist mit Trinken. So, das bedeutet in dem Sinn, es geht sowohl als auch. Sowohl ohne Getränk, sowohl mit Getränk. Es kommt immer darauf an, was für eine Art von Fasten du tust. Es gibt aber andere Leute, die es nicht gewohnt sind, ohne Getränk durch einen Tag zu gehen. Und ich möchte dir sagen, dass es möglich ist, okay? Es ist möglich, natürlich je nach Kontext, je nachdem, was du erlebst, aber trotzdem ist es möglich, sowohl nicht zu essen, sowohl nicht zu trinken, außer du bist krank, du hast irgendwelche Medikamenten und so weiter und so fort. Einige Leute haben mich angesprochen und gesagt, hey Pastor, ich habe es noch nie getan. Aber ich habe gesagt, es geht noch nicht mal um deine Kraft, sondern es geht um die Kraft Jesus. So, das bedeutet, ein Fasten ohne Gottes Kraft können wir überhaupt nicht tun, weil es dann Religiosität ist und weil es in dem Sinn Heuchelei ist. So, aber wenn wir es durch oder mit dem Geist Gottes tun, werden alle Dinge möglich. Alle Dinge sind nicht nur möglich, wenn es um Krankenheilung geht, alle Dinge sind nicht nur möglich, um Befreiung, alle Dinge sind möglich, wenn wir auch Gott suchen. Amen. So, wir sehen in der Bibel natürlich auch den Beleg, einfach zwei Beispiele, damit wir diese Dinge auch sehen. Beispielsweise über Moses, der 40 Tage und 40 Nächte in 2. Mose 34, 28 sagt die Bibel, er aß kein Brot und trank kein Wasser. So, natürlich in dem Sinne, ne, 40 Tage ist schon eine gewisse Zeit, ne, aber wir sehen, in der Bibel gibt es Leute, die sowas ausgelebt haben. Beispielsweise sehen wir nicht nur 40 Tage, es müssen nicht nur 40 Tage sein, sondern wir sehen auch in Esther, sehen wir 3 Tage, heißt es in Esther 4,16, und sie fastete oder sie fasten für mich 3 Tage lang, 3 Tage lang Tag und Nacht esst und trinkt nicht. Das bedeutet, sie haben sich die Zeit genommen, in diesem Zeitrahmen nicht nur auf Essen zu verzichten, sondern auch auf Getränk zu verzichten. Aber eines der Dinge, die ich sage, immer meistens bei Fasten und Gebet ist es ganz wichtig, dass du nicht nur Entscheidungen alleine triffst, spreche auch mit Leuten, die da Erfahrung haben, sodass man sich manchmal nicht da verliert. Es ist wichtig, Absprache. Ich habe schon vielerlei Dinge gesehen, wo man in dem Sinn manche Dinge ein bisschen falsch verstanden hat oder in eine Richtung geht, die es nicht sein soll. Deswegen, in der Bibel gibt es natürlich Richtungen, aber es ist wichtig, dass wir eine Absprache haben. Wie ich gesagt habe, ein geistlicher Hunger ist die Motivation, warum wir es tun, aber vor allem geht es uns daran, dass wir Gott begegnen. Gott begegnen. Wir wollen Gott begegnen. Wir wollen Zeit mit Gott haben. Das bedeutet, Fasten und Gebet ist Gebet, aber in einer Intensivierung. Ich intensiviere mein Gebetsleben und meine Zeit mit Gott. Gleichzeitig, habe ich gesagt, heißt es genauso auch demütigen. Ich demütige mich vor Gott. Und auch dieses Wort demütigen hat ein bisschen mit Niederbeugen und manchmal mit Leid zu tun. Das Leid, das kleine Leid, was du trägst, ist, dass dein Magen manchmal knurrt. Okay? Aber in dem Augenblick du nicht auf Essen verzichtest. Das bedeutet, selbst wenn du verzichtest, wirst du merken, dass du nicht stirbst. Du wirst weiterleben, okay? Das bedeutet, ein knurrender Magen oder dass du Hungergefühle hast, heißt nicht in dem Sinne, dass du nicht geistig genug bist, denn Jesus war in der Wüste und er hungerte. So, auch er hat gehungert. Wenn er gehungert hat, dann wirst du auch
manche Zeiten haben, um zu hungern. Aber eines der Dinge, die du verstehen musst, dass in dieser Zeit du gefüllt bist von der Gegenwart Gottes, wenn dein Fokus wirklich auf Gott ist. Du merkst in dem Sinn, dass etwas auch mit deinem inneren Menschen passiert. Das heißt, wenn du jemand bist, der die ganze Zeit quasselt und irgendetwas quasselt, du wirst weniger reden. Du wirst merken, wenn du jemand bist, der was auch immer ausartet oder so, du wirst merken irgendwie, deswegen mag ich diese Snickers-Werbung, du bist nicht du, wenn du was. Das bedeutet, wenn dein Magen gesättigt ist, bist du zu mehr fähig. Aber wenn dein Magen nicht gesättigt ist, wirst du merken, dass du nicht die Kraft hast und auch nicht die Konzentration auf Dinge einzugehen, die du sonst eigentlich auf Dinge, die du sonst eingehst. Eines der Dinge, die du merken wirst, wie ich gesagt habe, dein Geist wird gestärkt. Eines der Dinge, die ich merke, es ist egal, was für eine Beschäftigung du hast, aber du wirst merken, dein Geist ist einfach noch mal viel bewusster in Kommunikation mit Gott, weil du weißt, dass du auf einmal mehr Zeit hast, weil du jetzt nicht die Zeit nehmen musst, um zu essen, um zu trinken, weil du nicht die Zeit nehmen musst. Gewisse Dinge, die du tust, werden weniger und du merkst, dein Geist ist in beständiger Kommunikation mit Gott. Das bedeutet, wenn du in beständiger Kommunikation mit Gott bist, kannst du in dem Sinn merken, dass auch über den Tag du gestärkt wirst. Lobpreis füllt dein Geist. Das Wort Gottes füllt dein Geist. Alles, was du in dieser Zeit tust, füllt und stärkt dein Geist. Und darüber habe ich auch letztes Mal gesprochen. Wenn unser Geist gestärkt ist, können wir gegen den weltlichen Einfluss noch mal viel, viel stärker Widerstand halten. Amen. Ganz, ganz wichtig. Unser Geist wird in dieser Zeit gestärkt. Eines der Dinge, die wichtig sind, es bedeutet nicht, weil ich jetzt alles mit Fasten verbinde, dass wir ohne Fasten kein geistliches Leben leben. So, das bedeutet im Umkehrschluss, Fasten gehört dazu, aber Fasten alleine ist nicht geistliches Leben. So, das bedeutet, es hat noch viel mehrere Dinge, die dazugehören. Deswegen haben wir das letzte Mal über Jesaja gesprochen und in Jesaja-Text ging es vielmehr darum, dass Leute für einen Tag gefastet haben, aber entschieden haben, zu leben, wie sie wollten. So, wenn du fastest und du denkst in dem Sinn, eine geistliche intensive Zeit mit Gott zu haben, aber dennoch an deiner an deinem Lebensstil nichts ändert, dann ist es kein Fasten. So, denn das Fasten führt dazu, dass du überführt bist und dass du an deinem Leben Änderung bringst. Und das haben die Israeliten getan. Sie haben sich gedacht, aus Tradition wissen wir, was es bedeutet zu fasten. Wir fasten, aber wir bleiben so, wie wir sind. Und Gott sagt, das ist ein Fasten, was nicht wohlgefällig ist. Es ist ein Fasten, was nicht wohlgefällig ist. Wisst ihr, die Zeit, die wir investieren, soll qualitativ sein, soll produktiv sein. Ich glaube, keiner von uns möchte eine Zeit verbringen, indem er sich selber um den Kreis dreht, sondern wir sind müde vom Kreis drehen, sondern wir wollen Durchbrüche erlangen. Das bedeutet, es ist eine Zeit eines anderen Fokus, wo du sagst in dem Sinn, das Jahr, was die vergangenen Jahre geprägt waren, waren vergangen. Aber in dieser Zeit fokussiere ich mich, um meinen Durchbruch zu erlangen. Ich brauche nicht auf das Ende des Jahres zu warten, um zu hoffen, dass nächstes Jahr ein besseres Jahr wird. Sondern in dem Jahr, auch wenn es schlecht angefangen hat, kann ich immer noch dieses Jahr zum Guten beeinflussen. Ich kann immer noch Dinge beeinflussen. Ich muss nicht bis aufs Ende warten, sondern jetzt schon in den Anfängen oder im halben Jahr kann Gott so ein Zeichen und Wunder tun. Amen. Wir haben diese Erwartung. So, und genau, letztes Mal haben wir mit Jesaja 58 haben wir aufgehört und heute steigen wir ein. Wir haben vorhin gesehen, es gibt Menschen in der Bibel, die für verschiedene Zeitlängen gefastet haben. So, und vorhin ging es um Israel, die einen Tag gefastet haben. Aber hier in der Bibel sehen wir auch Leute, die drei Tage gefastet haben. Wir haben es auch eben bei Esther gesehen. Die haben den Beschluss genommen, um zu sagen, drei Tage wollen wir nichts essen, wollen wir nichts trinken. Aber schaut, was hier im Leben von Paulus passiert. Paulus
Saulus und Paulus. Und ich habe beim Bibelkurs gesagt, Saulus wurde nicht zu Paulus, sondern Saulus blieb Saulus und Paulus blieb Paulus. Saulus ist nur sein hebräischer Name und Paulus ist sein römischer Name. Das bedeutet, es gab da nicht die Veränderung in den Namen, sondern die Veränderung durch die Begegnung mit Jesus Christus. Amen. So, jetzt was passiert in Apostelgeschichte 9? Eines der Dinge, die wir merken, die ich gesagt habe, manchmal ist das eine Ankündigung in der Gemeinde, wo man dir sagt, okay, wir wollen in eine Fastenzeit gehen. Aber ich habe gesagt, warte nicht nur, bis man in der Gemeinde sagt, dass du ins Fasten und Gebet sollst, sondern ich habe gesagt, es soll Teil deines geistlichen Lebens sein. Du selber in der Beziehung mit Gott kannst von Gott geführt und geleitet werden, eine Fastenzeit zu haben. Und das ist ganz frei, wie er es mit dir ganz persönlich ausmacht. Das muss er nicht mit jedem machen. Deswegen machen wir auch nicht draus ein Gesetz. Wir haben gesagt, beispielsweise die Juden haben es zweimal in der Woche gemacht. In der frühen Kirche, in den ersten Jahrhunderten, haben die Christen auch zweimal gefastet. Das war, glaube ich, Montag und Donnerstag. Und bei den Juden war das, glaube ich, Mittwoch und Freitag. Genau. Es waren auf jeden Fall zwei Tage, die sie gebraucht haben, um ihre Geistlichkeit zu haben. Ich habe gesagt, ich persönlich habe eigentlich jede Woche eine bestimmte Zeit, die mir der Herr auf das Herz gelegt hat, seit Jahren. So, es gehört dazu und ich weiß, ich mache das auch gerne, auch, aber es bedeutet nicht, dass es für mich jetzt ein Gesetz ist. Das bedeutet, es kann auch sein, dass es mal vielleicht nicht ist und ich muss nicht genau in irgendwelche Gedanken verfallen, oh, ich habe jetzt gesündigt, ich habe, nein. Sondern, wenn ich etwas nicht geschafft habe, dann kann ich in dem Sinn es nachholen. Ich kann es ein anderes Mal machen, dass wir da eine Freiheit haben in der Beziehung mit unserem Herrn. Aber was passiert hier? Paulus in dem Sinn hat eine Lebensstruktur. Er hat einen Lebenswerdegang. Und eines der Dinge, die passieren, als er Jesus auf dem Wege von Damaskus begegnet hat, passiert etwas. So, er sah Licht, er sah Jesus und er sagte, es ist mich, den du gerade verfolgst. Und die Bibel lässt verstehen, dass etwas passierte. Saulus konnte auf einmal nicht mehr sehen. Er war blind. Und die Bibel lässt verstehen in Apostelgeschichte 9,9, und er konnte drei Tage lang nicht sehen und aß nichts und trank nichts. So, es ist interessant zu sehen, dass hier keine Ankündigung ist von Jesus Christus. Wenn ich dich jetzt begegnen werde, auf dem Weg von Damaskus, Paulus, ich habe dich auserwählt. Danach musst du drei Tage fasten und drei Tage nichts essen und nichts trinken. Es gab keine Stimme, die in dieser Art und Weise gesprochen hat, sondern er wurde einfach hineingeführt. Und ich möchte euch etwas wirklich verstehen lassen. Wenn wir sensibel im Geist sind, werden wir merken, dass Gott uns in Dinge hineinführt, ohne dass es in dem Sinn eine große Ankündigung ist. Du verspürst im Geist, ich muss das einfach tun. Ich verspüre im Geist, ich muss das einfach tun. Das ist diese Sensibilität zu Gott, die du hast, wo du weißt, ey, hier ist es keine große Ankündigung, aber ich nehme wahr im Geist, was ich zu tun habe. Das bedeutet, so geleitet oder geführt zu sein, bedeutet sensibel zu sein in der Art und Weise, wie Gott einen leiten und führen möchte. So, wir müssen jetzt verstehen, was hier passiert. Paulus ist nicht irgendeiner. Deswegen, wenn wir Paulus in dem Sinn beschreiben, beschreiben wir eine Person, die von Geburt an in der Elite aufgewachsen ist. Er kann sagen von sich, er ist Hebräer, von dem Stamm Jude, er kann sagen, er ist Pharisäer, er wurde von Gamaliel, dem größten Lehrer, belehrt. In dem Sinn, Paulus gehörte zu dem Sanhedrin-Kreis, das heißt von dem obersten Kreis der Juden, die in dem Sinn Entscheidungen getroffen haben, politische oder auch geistliche. Er hatte einen Draht dahin, er konnte Griechisch einwandfrei, es war in dieser Zeit natürlich wie Englisch in dieser Zeit, er war der hebräischen Sprache mächtig und er kannte das Gesetz. Deswegen sagte Petrus an anderer Stelle, an mancher Stelle ist es schwer, Paulus zu verstehen, aufgrund seiner Erkenntnis, die er hat. So, das bedeutet, Paulus ist nicht irgendjemand. Selbst der Ort, von dem er kommt, Tarsus, war in dem Sinn eine bedeutende Stadt zu dieser Zeit, was heute in der Türkei war. So, das bedeutet, jemand, der so einen Werdegang hat,
Protz von Stolz. Es gibt was für ein Stolz, versteckt oder offenbar, der in ihm gewesen ist. Ein innerer Stolz, immer auf der höchsten Ebene in seinem Leben gewirkt zu sein. Immer auf der höchsten Ebene, dass alles gelingt. Immer auf der höchsten Ebene, das war sein Werdegang. Aber jetzt, was passiert an diesem Augenblick? Gott möchte ihn brechen. Und wie zerbricht er ihn? Indem er irgendeinen Jünger namens Hananias, der gar keinen Namen hat, kein Apostel ist, kein Prophet ist, kein Lehrer, kein Evangelist ist, sondern die Bibel sagt, Gott kannte einen Hananias, der ein Jünger Jesu war, und sagte, der soll für dich beten. Versteht ihr, in was für eine tiefen Dimension Gott geht? Deswegen musste er 3 Tage nichts essen. Gott führt ihn in ein Fasten, um ihn vorzubereiten auf etwas, was er nicht gewohnt ist. Ich möchte dir sagen, mancherlei Fasten, die wir tun, ja, sind da, um unsere eigenen Probleme, Bedürfnisse, die wir haben, zu verändern. Aber mancherlei Fasten, was Gott darin tut, ist, dass er dich innerlich auch zerbricht. Dass er deinen Charakter verändert. Dass er dich zu einer anderen Person macht, damit du bereit bist auf die nächste Phase. Die nächste Phase kann jemand sein, der keinen Namen hat. Eine Person wie Hanani sein, der den Auftrag hat, für einen großen Paulus zu beten. Das bedeutet, der Segen oder die Freisetzung, dass Paulus auf einmal wieder sehen konnte, war abhängig von einem Hananias, der ein No-Name gewesen war. Wisst ihr, manchmal sind wir blind und denken, dass in dem Sinn unser Erfolg manchmal von Namen abhängig ist. Wir denken, dass es mancherlei Verbindungen, die wir brauchen, um dort anzukommen, wo uns Gott haben möchte. Und manchmal sind wir dann so strukturiert, es ist gut, mit allerlei Leute Beziehungen zu führen, zu sagen, ja, okay, ich habe mit denen und so weiter Connection, aber die Bibel sagt, die Erhöhung kommt von Gott. Du kannst Connection haben, aber du wirst nicht erhöht werden. Du kannst Connection haben, aber du wirst nicht dahin kommen, wo Gott dich haben möchte. Aber wenn du sensibel bist im Geist, zu verstehen, was für einen Weg Gott gebraucht, um dich zu berühren, um dich zu befreien, um dich zu heilen, um dich zu verändern, benötigst du die Sensibilität im Geist, die Demut im Geist. Und manchmal ist es gut, dass dieses Fasten dich begleitet, weil es deine Gedanken verändert. Und ich glaube, in diesen 3 Tagen, wo Paulus nichts gesehen hat, nicht gegessen, nicht getrunken war, war er da in einer Identitätskrise. Aber die Identitätskrise war gut, damit er bereit ist, jetzt auf einem neuen Level mit Gott zu gehen. Wir wollen in neue Zeiten mit Gott gehen, aber unsere Wege sind nicht unbedingt Gottes Wege. Wir haben eine Vorstellung, wie die Sachen passieren. Wisst ihr, wir sind alle voller Erwartung, aber wir haben die Vorstellung und können schon das Bild zu Ende zeichnen, um zu sagen, hey, das ist die Vorstellung, wie ich sehe, wie Gott wirkt. Aber wie oft hattest du eine Vorstellung und Gott hat gar nicht in dieser Vorstellung gewirkt? Ich habe aufgehört. Ja, ich kann eine Vision haben. Ja, ich kann träumen. Aber die Art und Weise, wie Gott zum Ziel kommt, hat meistens nie mit meiner Vorstellung zu tun. Halleluja. Er wird in das Fasten hineingeführt, um gebrochen zu sein, um bereit zu sein. Hananias sagt sich, oh mein Gott, habe ich diese große Aufgabe, diesen Paulus für Paulus zu beten? Wisst ihr, man muss sich vorstellen, es ging nicht um irgendjemand, sondern es ging um jemand, der bereit ist, sogar Leute umzubringen. Aber du hast auf einmal die Mission, für diese Person zu beten. Könnt ihr euch den inneren Zustand von Hananias vorstellen? Der hat nochmal richtig gefragt. Du weißt doch, Gott, was er eigentlich getan hat. Gott weiß alles, was er getan hat. Aber wenn Gott sagt, es ist so, dann ist es so. Wenn Gott sagt, gehe, dann gehe. Und wenn Gott sagt, mache, dann mache. Gott kennt die ganzen Umstände, die ganzen Probleme, die ganzen Schwierigkeiten, die Unmöglichkeiten. Aber das ist nicht das, worum es geht, sondern es geht darum, das zu tun, was Gott möchte. Und die Bibel sagt, als Hananias kam und betete, wurden seine Augen geöffnet und es fiel wie Schuppen von seinen Augen und er konnte auf einmal klar sehen. Und ich glaube, in dieser Zeitphase war es eine Erneuerung im Leben von Paulus.
Paulus wird von Jesus in eine ungewollte Fastenzeit hineingeführt. Er gebraucht Hananias und in dieser Krisenzeit hat er eine Begegnung und Veränderung. Also Fasten ist da, um uns auch vom Charakter her auf die neue Phase vorzubereiten. Amen. So, wir sehen jetzt eine andere Begebenheit und hier geht es um 3 Tage. So, wir kennen die Geschichte ein bisschen von Esther und was passiert bei Esther? Esther wird durch Gottes Gunst, als Frau, als Ersatz von Vasti, als Frau des Königs gestellt. Es war unheimlich schwer, in diese Rangliste reinzukommen, überhaupt da positioniert zu werden, aber durch Gottes Gunst wurde sie darin positioniert. So, und irgendwann mal, wo sie von Gott positioniert worden ist, ist die Frau des Königs, gibt es trotzdem eine Realität, warum Gott sie hineingeführt hat. Aber wisst ihr, Esther war für eine Zeit in ihrer Komfortzone, um zu sagen, ja, also eigentlich habe ich gar kein Problem mehr. Mir geht es gerade gut. Und so wie es mir gerade gut geht und so weiter und so fort, will ich keinen Stress vermeiden. Mordechai, der Pflegevater, kam immer wieder bei Esther, um in ihr Leben hineinzusprechen, um zu sagen, Esther, hör zu, es gibt einen Auftrag, der gegeben worden ist. Haman möchte alle Juden vernichten. Das bedeutet, alle Juden, die draußen sind, die außerhalb des Königshofs sind, leben unter Todesangst und sind in dem Sinn eine Beute, die vorbereitet wird. So, und was sagt Esther? Esther sagt, ja, eigentlich, ich verstehe die Situation, aber man muss ja aufpassen, ne? Man kann ja nicht irgendwie zum König rein, wenn er in dem Sinn es nicht möchte, wenn es zur falschen Zeit ist, ist es eine Gefahr. Und als Esther diese Worte gesagt hatte, ist etwas passiert. Mordechai hat angefangen, Esther ins Gewissen hineinzureden. Und was hat Mordechai gesagt? Er sagt in Esther 4,12, denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. So, Mordechai spricht in das Leben von Esther hinein. Und hier, Esther hat in dem Sinne davor gesagt, okay, es ist nicht möglich, dass ich eigentlich zum König gehe. Wisst ihr, es gibt bestimmte Dinge, wo du sagst, es ist nicht möglich. Es gibt manche Worte, wo du sagst, ja, ich denke, dass es nicht möglich ist, was ich gerade tun soll. Ich denke, vielerlei Ausreden, die wir manchmal haben, um etwas zu begründen, was wir eigentlich tun können. So, und eines der Dinge, die sie jetzt hört, ist, Gott ist nicht abhängig von dir. Wenn du es nicht tust, wird Gott jemand anders gebrauchen, um das zu tun, was du eigentlich tun kannst. So, alles, was uns Gott sagt zu tun, hat damit zu tun, nicht, dass wir Druck empfangen, nicht, dass wir zugrunde gehen, sondern er weiß, dass wir es tun können. So, und wenn wir in diesem Augenblick nicht wahrnehmen, dass Gott es tun kann, muss dich Gott nicht zwingen, sondern Gott kann jemand anders gebrauchen, der es machen möchte, was du eigentlich selber tun solltest. Aber wisst ihr, Gott ist immer voller Gnade und versucht immer wieder uns zu erinnern an Dinge, die wir eigentlich tun sollen und die wir nicht machen. Alles, was Gott sagt, können wir tun. Weil wenn Gott in dem Sinn für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott bestätigt, wer kann widerstehen? Und hier passiert eine Veränderung im Leben von Esther. Esther hatte davor viele Ausreden. Aber als sie jetzt auf einmal verstand, worum es eigentlich geht,
Was ist geschehen? Sie hat auf einmal ihre Sprache verändert. Auf einmal hat sich ihre Sprache verändert und sie sagte, da ließ Esther dem Mordechai antworten, so geh hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind, fastet für mich 3 Tage lang bei Tag und Nacht, esst und trinkt nicht. Auch ich will meinen Mägden fasten und dann will ich zum König hingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Versteht ihr die Worte? Hier wird der innere Mensch von Esther transformiert. Es gibt gewisse Dinge, wo du immer gesagt hast, das kann ich nicht tun. Es ist nicht möglich. Ich kann es nicht tun. Aber Gott sagt, du kannst es tun. Und wenn Gott sagt, du kannst es tun, will er dich darauf hinweisen, deine Sprache zu verändern. Er will dich darin hinweisen, daran zu glauben. Nicht an dich zu glauben, sondern an Gott zu glauben. Und wenn du an ihn glaubst, kannst du das tun, was er von dir erwartet. Esther verstand hier, möchte ich nicht zusehen in der Bestimmung meines Lebens. Ich will meine Bestimmung in meine Hand nehmen. Alles, was Gott für mich auf Erden vorgesehen hat, möchte ich erleben. Und da sie entschlossen gewesen war und sagte, ich möchte nicht nur Zuschauer sein. Wisst ihr, letztes Mal habe ich gesagt, es gibt vielerlei Dinge, die du gehört hast. Aber jetzt bist du berufen zu sehen. Du kannst nur gewisse Dinge sehen, wenn du entschlossen bist mit Gott und sagst, was auch immer es kostet, ich werde es diesmal tun. Was auch immer es kostet, ich werde es tun. Und was hat Esther gesagt? Kostet es mich selber mein Leben, ich werde es tun. So groß war ihre Angst, aber noch größer war ihr Gott. Egal wie groß deine Angst ist, Gott ist größer als die Angst. Gott steht über Angst. Gott ist größer als deine Angst. Die Angst ist eine wahre emotionale Begebenheit in deinem Leben, aber sie ist immer noch Gott unterordnet. Gott ist es, der regiert. Gott ist es, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gott ist es, der das letzte Wort hat. Gott ist es, der Leben beschützt. Und das ist die Offenbarung, die Esther hier bekommt und versteht. Ja, ich kann hier sein. Aber wisst ihr, selbst wenn sie in dem Sinn da wäre und nicht darauf eingegangen wäre, hätte sie in der Zukunft einen Fehler machen können und das hätte ihr Tod kosten können. Aber wenn Gott seine Hand hat, wenn Gott schützt, wenn Gott die Stadt baut, wenn Gott bewacht, dann haben wir alle Sicherheit der Welt. Das bedeutet, es führt uns nochmal in eine neue Abhängigkeit zu Gott. Und ich glaube auch in diesem Fasten, was Gott machen wird, nochmal eine neue Abhängigkeit zu ihm bringen. Um zu wissen, es gibt gewisse Dinge, wo ich Angst habe. Es gibt gewisse Dinge, wo ich denke, dass ich sterbe. Es gibt gewisse Dinge, wo ich Angst habe, dass ich falle. Aber Gott sagt, ich bin größer als diese Angst. Ich bin größer als diese Herausforderung. Glaube mir, dass du mit mir wirklich Dinge tun kannst, wo du die ganze Zeit abgehauen bist. Überall, wo du abgehauen bist, ruf dich Gott zurück und sage, sei nicht ein Jonas, sondern kehre zurück und lasse mich mit dir zusammen den König gehen. Wisst ihr, als sie das getan hatte, war sie so selbstlos, weil sie wusste, wird es klappen oder nicht, ich habe alles getan. Vielleicht war die Angst groß da, vielleicht war da so viele Bilder, die sie gesehen hatte. Wenn ich nur dahin gehe und ihm das sagen werde, was mit mir passieren wird. Manchmal werden wir von solchen Bildern eingenommen und gelähmt, bevor wir etwas getan haben. Gelähmt, ah, ich kann es nicht, es wird dies und jenes passieren. Und sie hat es tatsächlich gemacht. Und deswegen, Glaubenshelden sind in dem Augenblick meistens schwach. Von außen sieht alles stark aus, aber innerlich sind sie schwach. Aber gerade da, wenn wir schwach sind, ist Gott stark. Amen. Gerade wenn wir schwach sind, ist Gott stark. Umso schwächer ich innerlich bin und am Zittern bin und trotzdem den Weg gehe und sage, Gott, du hast es gesagt,
kann Gottes Gunst wirken. Und wisst ihr, die Gunst war so stark, dass tatsächlich alles zu den Gunsten der Juden umgedreht worden ist. Sie wurde in dem Sinn nicht getötet, sie wurde nicht umgebracht, sie wurde repositioniert und die Mission konnte erfolgreich sein, weil das jüdische Volk in dem Sinn gerettet worden ist und Haman, der Teufel repräsentiert, ist selber umgekommen. Alle Waffen, die gegen dich gerichtet werden, werden widerstandslos, werden ohne Effekte sein, werden ohne Einfluss haben. Jede Waffe, die gegen dich gerichtet ist, wird im Kampf gegen dich scheitern, wenn du das verstehst. Und wir verstehen, die Kraft war hier im Geist, nicht im Fleisch. Hier ist es eine andere Sache. Sie konnte nicht mit Überredungskünste kommen, sie konnte nicht in dem Sinn mit vielen Argumenten kommen, aber hier musste der Geist Gottes wirken. Und ich möchte sagen, in der Zeit des Fastens, der wir sind, muss der Heilige Geist wirken, damit wir Dinge überwinden können, die uns immer noch Angst tun. Gott verdammt uns nicht, wenn wir Angst haben, weil er kennt uns. Aber Gott ist immer größer als die Angst. Amen. Wir sehen eine andere Person in der Bibel, der 4 bis 5 Tage gefastet hatte. Und das war Cornelius, ein Hauptmann. Also jemand, der eigentlich nicht so sehr so tief im Glauben gewesen war. Aber hier sehen wir eine interessante Sache bei Cornelius. Die Bibel sagt in Vers 2, Apostelgeschichte 10, 2, der Mann war fromm und gottesfürchtig in seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. So, es gibt hier eine Verbindung, die wir hier sehen. Deswegen habe ich gesagt, Fasten alleine ist in dem Sinn nicht das, was unser Fasten ausmacht. Jesaja 58 sagte er, wenn wir fasten, sollen wir was tun? Wir sollen aufhören, mit dem Finger zu zeigen. Wir sollen aufhören, in Streit zu sein. Wir sollen aufhören, all diese Dinge zu tun. Und wenn wir diese Dinge nicht mehr tun, dann ist unser Fasten auch wohlgefällig. Wir können nicht im Streit sein mit Menschen. Wir können nicht in Konflikt sein und zu sagen, wir fasten gerade. Gott möchte Reinigung haben. Gott möchte Erneuerung. Und dann ist das ein richtiges Fasten. Und hier sehen wir in dem Sinn bei Cornelius, was hat er getan? Er hat Almosen gegeben. So, das bedeutet, er war da und hat im Leben der Menschen investiert. Er hat nicht nur gebetet. Er hat nicht nur gebetet, ja, in dem Sinn, ja, ich bete auf dem Berg und so weiter vor Gott, sondern er war da und hat auch etwas gegeben. Bitte auch in dieser Zeit, wo du fastest, sei nicht nur abgesondert, aber sehe auch da, wo du geben kannst, da, wo du investieren kannst. Denn eines der Dinge, die wir hier sehen, als er in einer Zeit des Gebets und des Fasten war, sagt die Bibel, hat er auf einmal eine Vision bekommen. Wir bekommen nicht nur Vision, wenn wir fasten oder wenn wir beten, sondern wir bekommen Vision, wenn der Geist Gottes uns etwas geben möchte. Aber ihr werdet etwas merken, wenn ihr in einer Fastenzeit seid, ist euer Geist nochmal sensibler. Ihr werdet auch merken, dass ihr viel sensibler werdet zu den Dingen, die im Geist sind. Sehr oft ist es so für die Menschen, die dann im Fasten und im Gebet sind, dass sie sehr oft auf einmal Dinge sehen, die sie unbedingt vielleicht nicht vorher gesehen haben, vielleicht eine Vision oder fühlen oder spüren die Gegenwart nochmal in einer anderen Intensität. Das bedeutet auch, dass Fasten öffnet Dinge, dass du andere Dinge von Gott empfängst. Es gibt gewisse Begegnungen, die ich hatte mit Gott im Fasten, die dazu geführt haben, dass ich Gott in dieser Art der Begegnung nach dem Fasten weitererlebt habe, weitergespürt habe. Es ist so, als würde etwas Neues hinzugefügt werden. Es gibt eine Art und Weise, wie ich Gott erlebe und weiß, wie er da ist, aber etwas ist Neues hinzugefügt. Und es ist schön zu sehen, dass Gott auch ein Gott der Belohnung ist. Wir gehen nicht in Gesetzlichkeit, aber Gott belohnt und schenkt neue Dinge, besonders wenn du im Gebet auch und im Fasten. Und er sieht in dem Sinn hier ein Gesicht, das bedeutet eine Vision, und auf einmal steht ein Engel vor ihm. Und was sagt der Engel zu ihm? Er sagt, deine Gebete in Vers 4
und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott. Amen. Habt ihr gut zugehört? Deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen. Meistens hat man immer so diesen Gedanken, meine Gebete kommen vor Gott an. So, meine Gebete kommen vor Gott an. Ja, das wissen wir. Aber hier die Kombination zu sagen, dass selbst die Almosen, die du gibst, eine Form des Opfers ist und des Wohlgeruchs vor Gott ist, dass Gott besagt, deine Investition und das, was du gibst und was du tust, sehe ich auch. Ich sehe nicht nur den Moment, wo du zu mir betest, ich sehe nicht nur den Moment, wo du zu mir schreist, aber ich sehe auch die Almosen, ich sehe auch die Hilfe, die du leistest. Ich sehe es und er sagt, diese Dinge, die du gibst, sind zu mir in dem Himmel gestiegen. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Vielleicht gibt Gott den einen oder anderen den Impuls, in dem Sinn, auch Dinge zu geben. Auch diese Dinge können etwas in deinem Leben freisetzen. Aber Cornelius war ein Offizier. Und Cornelius hatte vielerlei Leute. Wenn die Bibel von Haus spricht, dann ist das Haus nicht nur seine Familie. Sondern das, im Haus können auch Freunde, Verwandte gewesen sein, ein nahes Umfeld, aber auch natürlich Teile seiner Familie. Und ich glaube, dass wir hier unheimlich viele Leute haben, die einen Schrei haben, die zu Gott schreien und zu sagen, Herr, bewege mein Haus. Herr, berühre mein Haus. Herr, berühre mein Mann. Herr, berühre meine Frau. Herr, berühre meine Kinder. Herr, berühre meine Mutter. Herr, berühre mein Vater. Herr, berühre meine Oma. Herr, berühre mein Freund. Herr, berühre meinen Arbeitskollegen. Es gibt vielerlei Leute, die wir gerade vor dem Herrn bringen und zu ihm schreien. Und das ist das, was Cornelius gemacht hatte. Und er stieg in eine Zeit des Gebetes an. Und er sah, und der Engel sagte, du bist von Gott erhört. Ich möchte dir eine Tatsache sagen. Ob du einen Engel siehst oder nicht, Gott hört deine Gebete. Ob du einen Engel siehst, ob du eine Erscheinung siehst oder nicht, Gott hört deine Gebete. Wisst ihr, es ist gut, spektakuläre Sachen zu sehen, aber es ist besser, Gott in seinem Wort zu kennen. Ab dem Augenblick, wo ich mich vor ihm demütige, ab dem Augenblick, wo ich anfange, seinen Namen zu rufen, weiß ich, dass etwas im Geist passiert. Ich möchte dir auch eine Tatsache sagen. Du wirst mancherlei Zeit haben, vor allem wenn es nicht um ein Fasten von einem Tag geht oder ein bisschen länger, wirst du irgendwann mal merken, so ein bisschen so ein kleines Tief, nützt das gerade, macht das etwas oder passiert hier gerade etwas. Ich möchte dir sagen, etwas ist direkt im Gange. Ist im Gange, ob du siehst oder nicht. Gott arbeitet in der geistlichen Welt. Gott verändert Dinge in der geistlichen Welt. Deswegen ist es interessant zu sehen bei Daniel, am Ende seines Fastens kommt der Engel und erinnert ihn an die Anfänge. Er sagt, in den Anfängen, wo du zu Gott geschrien hast, hat dich was? Gott gehört. Seit dem ersten Tag, wo du dich gedemütigt hast, hat Gott dich erhört. Aber das sagt er ihnen erst nach 21 Tagen. Halleluja. Gott muss dir nicht sagen, in dem Sinn, dass du jetzt erhört bist. Aber weil du Gott kennst, weißt du, wenn ich schreie, werde ich erhört. Wenn ich nichts fühle, werde ich erhört. Wenn ich gerade nicht sehe, werde ich erhört. Denn ich weiß, dass Gott lebt und dass jedes Wort vor seinem Thron ankommt. Halleluja. Und weil Cornelius weiter dran geblieben ist, ist etwas passiert, dass Gott ihn mit einem Petrus in Verbindung gesetzt hatte. Petrus, der auf einem Dach gewesen war. Und das sage ich, Fasten bringt auch, Gebet und Fasten bringt Connection. Während du am Beten bist, bereitet Gott jemand anders vor, der von der Situation gar nicht mal Bescheid weiß. Petrus war am Chillen, er hatte was ganz anderes zu tun, war auf dem Dach, um sich auszuruhen und auf einmal sieht er eine Vision. Er sagt, ah, was für eine Vision, was hat das jetzt zu tun? Und als er die Vision sah, dann sieht er unreine Tiere. Dann sagt er, ich verstehe gar nichts. Seit meiner Kindheit habe ich nie
was mit unreinen Dingen zu tun gehabt. Und dann sagt Gott zu ihm, nenne nicht das unrein, was ich rein nenne. Aber in wahrer Sinne sprach er nicht über Tieren, sondern er sprach über Menschen. So, eine Vision, die er nicht direkt verstand, aber Gott bereitete ihn irgendwo in einem anderen Ort, jemand, der gerade was anderes getan hatte, wird auf einmal beschäftigt. Wisst ihr, warum er beschäftigt worden ist? Weil Cornelius am Beten wird. Wisst ihr, während du am Beten wirst, beschäftigt Gott andere Menschen, die strategisch wichtig sind, strategische Türen für dich sind, strategische Öffnungen sind, strategische Menschen sind oder Persönlichkeiten, die einen Durchbruch bringen werden, den du brauchst. Was hat er getan? Er betete. Er betete. Und manchmal kann Beten auch schwach sein. Wir sagen nicht nur, dass wir nur beten, sondern wir arbeiten auch. Aber in manchen Kontexten ist es wichtig zu beten, um Gott zu vertrauen. Er berührt Petrus und Petrus wird auf einmal beschäftigt und wird in dem Sinn abgeholt, connected mit einem Cornelius. Die haben sich nie gesehen. Die hatten nie Zeit verbracht. Aber auf einmal entsteht eine Freundschaft oder entsteht eine Verbindung. Verbindung. Und das ist geistlich, was passiert. Gott verbindet uns mit den notwendigen Menschen, die wir brauchen. Deswegen werden wir merken, nach einer Zeit geht es nicht nur um Freundschaft, sondern es geht um göttliche Verbindungen. Denn wenn wir verstehen, dass wir göttliche Verbindungen haben, werden wir nicht limitiert sein in Freundschaften. Freundschaften können manchmal gut für eine Zeit sein, aber nach einer gewissen Zeit geht es um göttliche Verbindung, weil es um göttliche Bestimmung geht. Gott, du hast geschrien für dein Haus. Du möchtest Erhörung über dein Haus. Du kennst den Schmerz in deinem Haus. Nur du kennst deinen Schmerz. Nur du kennst dein Leid. Nur du alleine weißt, durch was du gehst. Cornelius wusste, durch was er geht. Und als er betete, setzte er in dem Sinn Petrus frei. Und Petrus kam in das Haus und wusste noch nicht mal, warum er kommen sollte. Und fing an zu reden und zu sprechen. Und die Bibel sagt, während er gesprochen hatte, fiel der Heilige Geist über die Menschen, die da waren. Mal was ganz anderes. Und deswegen manchmal die Debatte, was kommt zuerst, der Heilige Geist oder die Taufe? Aber wisst ihr, Gott ist souverän und macht die Dinge, wie er möchte. Es gibt manchmal nicht unbedingt die Reihenfolge, wenn Gott etwas anderes tun möchte. Das bedeutet, es gab die traditionelle Reihenfolge, aber was tut er? Der Heilige Geist wirkt und sie werden gefüllt und sie fangen an zu sprechen in den Sprachen und fangen an, Gott zu preisen. Gott tut die Dinge mal ganz anders. Du hast Gott herausgefordert, du hast nach Gott geschrien und Gott fängt zu antworten. Und jetzt, als sie getauft sind im Heiligen Geist, sagt er, wer kann ihnen die Taufe verwehren? Und dann ist dann, dass sie da gehen und sie lassen sich taufen. Gott macht die Dinge anders, aber wir müssen verstehen, dass in der Zeit, in der wir uns vor ihm demütigen, dass er die Dinge tut, wie er sie tun möchte. Amen. Der letzte Punkt, den ich sage. Wir sind in 21 Tage Fasten. Es gab jemand namens Daniel, der auch 21 Tage gefastet hat. So, und versteht hier das Leben von Daniel. Was macht Daniel? Daniel in Daniel Kapitel 9 beschäftigt sich mit dem Wort Gottes. Und als er im Wort Gottes liest, liest er über 70 Jahre Verwüstung der Juden. Und wir verstehen, der Hunger und der Durst entstand mit einer Last. Die Last, dass sein Volk 70 Jahre Verwüstung erlebt. So, und jetzt, wo 70 Jahre Verwüstung erlebt, hat er gar keine Lust zu essen. Wisst ihr, es gibt manche Lasten, die wir haben, wo wir keinen Appetit mehr haben. Kennt ihr das? Lasten, die dir den Appetit rauben, wo du gar keine Lust, wo du eigentlich das isst, was du gerne isst, aber es schmeckt gar nicht. So, als würden die Geschmacksnerven nicht mehr funktionieren. Es schmeckt einfach nicht. Und das ist der innere Zustand von Daniel. Das kann auch dein Zustand sein. Und was tat er?
Er wandte sich zu Gott, er betete, er flehte und er fastete. Das Erste, was er tat, ist, dass er seine Schuld und dass er die Schuld des Volkes bekannte. Deswegen ist ganz wichtig, Fasten hat mit sehr viel Heiligung, Reinigung zu tun. Reinigung, Reinigung, Reinigung. Der Herr möchte dich reinigen, bekennen, reinigen. Eine Zeit der Reinigung. Und anschließend bekommt er die Offenbarung. Er fängt an, Dinge in der Schrift zu verstehen, die er vorher nicht verstanden hat. Das bedeutet auch, das Fasten kann uns dazu führen, auch in eine tiefe Zeit in seinem Wort zu verbringen. Wo wir anfangen, Dinge zu verstehen, die wir vorher nicht verstanden haben. Wo wir uns anfangen, in Tiefgang zu gehen über Dinge, wo du eigentlich sehr oberflächlich liest. Ich möchte dir sagen, auch seit meiner Berufung, Gott hat in seinem Wort gesprochen. Damals war ich 14, 15 und er sprach über die Pastoralbriefe, über den Timotheusbrief. Als ich den Timotheusbrief gelesen habe, war das für mich wie eine Offenbarung. Es war wie ein persönlicher Brief Gottes an mir. In einer Zeit, wo ich Gott gesucht habe. Aber natürlich habe ich den Timotheusbrief vielleicht schon mal gelesen oder so. Aber in dem Fall fing es an, Offenbarung zu werden. Und ich wusste, es hat einen wichtigen Teil in meinem Leben. Ich möchte euch sagen, es gab eine Zeit, ihr müsst sehen, wie der Herr euch führt in das Fasten. Das kann bei jedem anders sein. Bitte imitiert nicht einfach, sondern verspürt, was der Geist Gottes mit euch tun möchte. Für mich, meine ersten 40 Tage, die ich hatte bei mir, war es bei mir, wo ich in dieser Zeit die Bibel durchgelesen habe. Das heißt pro Tag, aber ich hatte auch diese Zeit. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen mit der Zeit manchmal achten. Manchmal haben wir die Zeit, nutzt sie effektiv, weil die Zeit auf einmal dann nicht mehr da ist, wegen Arbeit, wegen Kinder, wegen dies und jenes und so weiter und so fort. Seid weise. So, eines der Dinge, ich hatte diese Zeit, habe ich so 6 Stunden pro Tag habe ich die Bibel gelesen. Ich war eingeschlossen im Zimmer. So, das war für eine Zeit, bevor ich hier nach NRW gegangen bin. Ich wusste, meine Zeit in Süddeutschland ist zu Ende. Ich weiß, dass Gott mich in eine andere Gegend geführt hatte. Ein Auftrag, eine Mission. Und bevor ich hier nach Köln gekommen bin, hatte ich diese Zeit. Und diese Zeit war eine besondere Zeit. Es war für mich eine Zeit wie Moses auf dem Berg. Ich habe die Bibel leuchten sehen. Ich sage euch die Wahrheit. Es war keine Heilige, sondern ich habe die Bibel gelesen. Es hat geleuchtet. Jedes Wort hat vor meinen Augen geleuchtet. Und ich verstehe den Psalm 119, der sagt, das Wort Gottes ist eine Leuchte auf meinem Wege. Das, was es geistlich ist, habe ich mit eigenen Augen gesehen. Und es sind Dinge passiert, wo ich verstanden habe, Gott führt mich irgendwo anders hin, in eine neue Zeit. Und deswegen habe ich letztes Mal gesagt, in die neue Zeit reinzugehen, ohne vorbereitet zu sein, wird dir nicht helfen. Aber es gibt eine Vorbereitung. Und diese Zeit ist nicht umsonst. Und ich hatte diese Zeit. Und in dieser Zeit hat Gott meine Zeit hier in Köln vorbereitet. Ich bin nicht einfach so gekommen. Gott, ich gehe und ich fange an, Gemeinde zu gründen. Sondern es gab eine Background-Zeit. Eine intime Zeit mit Gott. Wo diese Zeit, die hier ist, schon lange vorbereitet worden ist. Weil es Teil meiner Bestimmung ist. Und hier rede ich zu Leuten, die eine Bestimmung haben. Bestimmung, es ist ein Kampf. Und deswegen sieht Daniel nicht nur das Wort, aber dann auf einmal kommen was? Der Engel. Und was berichtet der Engel Daniel? Er besagt, er war in einem Kampf gegen den Fürsten von Persien. Versteht? Er hat sich mit dem Wort beschäftigt. Er ging ins Fasten, aber geistlich gesehen war ein Krieg, der ausgebrochen ist. Daniel war vielleicht müde. Daniel war da und dachte sich, bringt es vielleicht etwas. Aber im Geist waren die Engel am Kämpfen. Und ich möchte dich daran ermutigen, es ist nichts umsonst. Während du dich demütigst, kämpfen die Engel im Geist für deine Bestimmung. Die Engel sind unterwegs. Sie kämpfen für deine Bestimmung. Und ich möchte dir sagen,
sie kämpfen nicht nur für deine Bestimmung, sondern sie überwinden Fürsten gerade. Gewaltige Mächte, die Leben da sind, um zu zerstören, die Leben kaputt machen, die Familien kaputt machen. Fürsten, die da sind, die Trennung bringen in Familien, die Hass hineinbringen, die Zerstörung hineinbringen. Es gibt Fürsten, die dafür zuständig sind. Aber wenn wir fasten, wenn wir beten, beauftragen wir Engel, sie aufzuhalten, um zu sagen, die Zeit ist gekommen, in dem die Fürsten überwunden werden, in dem die Chefs, die geistlichen finsteren Mächte überwindet werden. Dazu wurde der Sohn Gottes offenbart, um die Werke Satans zu zerstören. Und während Daniel betete und fastete, kam der Engel und berichtet ihm von dem Kampf. Und als er da war und sagte, geliebter Daniel, du bist von Gott geliebt. Seit dem ersten Tag, als du dich gedemütigt hast, wurdest du von Gott erhört. Seit dem ersten Tag bist du von Gott erhört. Und anschließend sagt er, ich muss zurückgehen, da ich gegen den Fürsten von Griechenland kämpfen werde. Und wir verstehen, in der geistlichen Welt müssen Fürsten überwunden werden, um Durchbrüche zu schaffen. Deswegen merkst du diese Mauer. Deswegen merkst du, dass gewisse Sachen nicht vorgehen. Es ist einfach geistlich. Aber geistliche Bollwerke müssen mit geistlichen Prinzipien Gottes überwunden werden. Und wenn wir diese Dinge tun, Gemeinde, weiß ich, dass Gott Zeugnisse regnen lassen wird. Ich weiß, dass Gott einen offenen Himmel hat. Wir sind nicht nur eins, wir sind zwei. Wir sind nicht nur zwei, wir sind mehr, wir sind drei, wir sind mehr. Und die Bibel sagt, in der Mindest, wenn zwei sich zusammentun und wenn sie beten, wird etwas in der geistlichen Welt passiert. Und heute sind wir als Gemeinde und beten. Und glaub mir, nichts kann gleich bleiben, denn deine Kraft ist auf den Knien. Wenn du kniest, wenn du betest, kann dich nichts aufhalten. Kann dich nichts aufhalten. Und das war das Leben von Daniel, der uns zeigt, was passiert, wenn wir über längere Zeit uns manchmal auch demütigen. Werde nicht entmutigt durch Rückschläge, die du auf einmal bekommst, wo du denkst, hey, ich fasse doch, warum passiert dies und jenes? Der Teufel möchte dich ablenken. Der Teufel möchte dich ablenken, deinen Fokus auf die Kleinigkeiten zu setzen und nicht auf die Größe Jesu. Und wir fokussieren uns auf die Größe, nicht auf die Kleinigkeiten, die der Feind neben dir tut. Das ist eine Ablenkung, es ist eine Lüge. Er ist der Gott der Wahrheit, wenn wir aufstehen können, in den Namen Jesus, um zu beten, Gemeinde.